Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch am Freitag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Und einem großen Mond oben rechts in der Ecke, der so langsam aber sicher untergeht und einer wunderschönen Sonne, die jetzt so gerade aufgehen sollte. Timing hat halbwegs geklappt. Okay, liebe Leute, willkommen zurück zu City Skylines und unserem wunderschönen kleinen Städtchen hier, wo man offensichtlich Probleme damit hat, dass da irgendwo eingebrochen wird und da ein Haufen Müll liegen geblieben ist. Müllabfuhr kommt aber sicherlich irgendwann mal vorbei, das wird schon gut gehen. Hoffe ich mal. Was mit dir? Bist du voll? Ja, fährt zur Anlage zurück. Der hat natürlich jetzt ein bisschen Weg, ne? Von da hinten bis da vorne hin ist mit der Müllabfuhrtechnik jetzt ein bisschen komplizierter. Das ist schon richtig. Aber das passt schon irgendwie. Okay. Also, liebe Leute, wir haben jetzt folgendes Problem in unserem Gewusel. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar haben wir das Problem, dass wir mit unserer Straßenbaulogik hier so ein bisschen Zerstörung reingebracht haben. Und zwar haben wir ja jetzt logischerweise diese Straße hier umgeändert auf in die Fahrtrichtung. Das ist allerdings das Todesurteil gewesen für unsere... Was war das denn für ein Geräusch? Hört ihr das? Hört ihr dieses Geräusch? Was ist das? Egal. Das ist das Todesurteil gewesen für unsere Ölkraftwerke hier oben, weil die jetzt gar keine Lieferung mehr kriegen können. Weil, wenn du hier diese Straße jetzt so gewesen wäre wie vorher, dann kommen die Öl-LKWs theoretisch hier runter und dürften dann, ich muss hier eben die Ampel wegmachen, dürften dann hier nach rechts abbiegen, ja, aber die können dann hier nach rechts abbiegen, aber da nicht drehen, weil da nur noch Rechtsfreigabe ist und kommen dann quasi gar nicht auf diese Fahrspur, die ihnen erlauben würde, diese Kraftwerke zu beliefern. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi unseren Ölkraftwerken gerade einen ziemlichen Herzinfarkt gegeben. Die kriegen jetzt erst wieder ihre Lieferung, weil der LKW von da oben geradeaus durch, dann hier hinten rum und dann... Nee, der darf hier immer noch nicht dahin. Holla die Waldfee, was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Wir müssen das anders machen. Wir haben... Ach so. Wir müssen hier die Einbahnstraßen in die andere Richtung laufen lassen, als auf der anderen Seite. Dann funktioniert das ganze Prinzip wieder. Jesus, bin ich schlau heute, ey, meine Güte. Also, dann können... Genau, jetzt geht das Straßengewirr mit den Einbahnstraßen wieder. Entschuldigung, ich habe ein bisschen was verpennt. Also, ab jetzt fahren die Öl-LKW quasi hinten über die Ausfahrt runter, können dann hier hinten rum und dann quasi hier hinten rum wieder dahin, wo sie hin sollen. Ne, weil das ist sonst ein bisschen doof. Diese scheiß Möwen, können die jetzt mal die Fresse halten? Quir, 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 quir. Alter. Ich krieg Kopfschmerzen, was ist das denn? Öl-LKW, ich bräuchte euch mal dringend. Wenn ihr irgendwann mal außerhalb der Stadt da hinten gespawnt seid, ihr braucht vielleicht noch 2-3 Minuten, bis ihr da seid. Ich weiß, kein Stress, aber 2 Wochen habt ihr noch, theoretisch, ne? Für 0 Wochen. 0 Wochen. Ihr habt gar keine Wochen mehr. Beeilt euch mal bitte, unsere Sachen hier gehen außer Betrieb. Ich muss jetzt mal gerade kurz hier bleiben und mir angucken, ob das jetzt funktioniert, das ganze System. Wenn ich hier gleich irgendwo einen Öl-LKW erwische, also einen Tanklastwagen, dann wäre ich ihm ganz dankbar, wenn er dann auch abbiegen würde und tatsächlich Öl geladen hätte. Oder vielleicht kommt er ja auch von einer anderen Richtung, aber das wäre mir jetzt im Grunde genommen relativ egal. Also, warten wir mal kurz, wenn hier der erste Tanklaster angekommen ist, ist alles in Ordnung, dann sage ich nichts mehr. Aber ich muss jetzt halt mal eben ganz kurz 5 Sekunden warten und gucken, ob das hier unten tatsächlich funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Das meiste, was hier momentan abbiegt, sind die Müllfahrzeuge, das ist klar. Aber wenn der erste Tanker da ist, ist alles in Ordnung. Dann haben wir keine Probleme mehr. Hoffentlich kommt der erste Tanker bald. Da kommt er, glaube ich. Ist er das? Ölkraftwerk. Besitzer Güterzugbahnhof. Öl-LKW. Da kommt er. Unser lieber Freund. So, wo fährt er jetzt her? Ist die komplizierteste Straßenführung der Welt. Ach so. Kehrt zur Einrichtung zu. Ja. War nicht so geplant. Hallo. Aber ihr könnt jetzt... Ach so, jetzt haben wir hinten immer noch einen Fehler drin. Leck mich doch am Arsch. Diese Scheißstraße, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt... Die müssen wir natürlich auch so rum. Jetzt funktioniert das. Okay, ich guck gleich nochmal, ob das funktioniert hat. Wir haben eh... Die sind eh überflüssig, die Kraftwerke. Wenn die... Selbst wenn die nichts produzieren, haben wir immer noch genug Strom. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Es ist jetzt nur das, naja, die Erkenntnis war da auf einmal. Das läuft ja immer noch über die Scheiße hier, ey. Was ist das denn? Meine Güte. So, warte mal. Jungs, wir haben jetzt gerade so ein klitzekleines Problem. Wir haben hier ein bisschen sehr viel Bedarf, sag ich jetzt mal, an, ja, wie sagt man, an Scheißwasser. An Scheißewasser. Wir haben das Problem, dass wir jetzt hier hinten so schlecht weiter ausbauen können, den ganzen Quatsch.
Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich diese Folge nochmal ein bisschen mit dem Abwasserproblem beschäftigen. Tatsächlich. Also, das ist noch nicht so ganz optimal gelöst hier. Also, erstmal weg mit den ganzen Anschlüssen für diese Sachen. Wir müssen hier mal ganz kurz was ändern. Und zwar, nein, alles Escape. So, also du bitte nach da. Dann kommst du bitte nach da. Dann kommst du bitte nach da. Und du kommst bitte nach da. Okay, so, dann kommst du bitte, wo speichere ich dich jetzt mal kurz zwischen? Ja, gute Frage, dann glaube ich nirgendwo, ne? Nee, das wird zu eng. Du bitte mal kurz nach da, du bitte nach kurz nach da. Du bitte weg, das gibt jetzt sowieso wieder die Mega-Überflutung, ich weiß. Du, Kai-Mauer, bitte irgendwie, Küste benötigt, kein Ort verfügbar, alles besiegt. Da ist noch ein Stückchen Kanal gewesen, deswegen, das wollte ich nicht. Deswegen, oh, das ist bereits belegt. Ach, komm schon, willst du mich verarschen jetzt? Weg mit diesem dämlichen Ding. Du bitte einmal nach, mit einer Kurve, wenn es geht sogar, optisch wundervoll. Küste benötigt. Ja, was ist das denn hier? Ist das keine Küste? Ist da nicht Wasser? Küste benötigt. Ach komm, leck mich doch am Arsch alle, ey. Wartet mal. Wir haben jetzt gerade keine Abwasserentsorgung in dieser Stadt. Wir müssen mal kurz warten. Da unten ist tatsächlich gerade ein Haufen Scheiße über die Ufer getreten. Das ist noch viel schlimmer. Hier haben wir jetzt noch viel größere Probleme. Jetzt hat die ganze Stadt auf einmal keine Abwasserentsorgung mehr. Das weiß ich. Liebe Leute, es tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz jetzt hier eben fertig bauen. Das geht sonst nicht. Also, eben kurz abfließen lassen. Die lieben Leute haben für 5 Sekunden kein Abwasser. Das ist mir bewusst. Es tut mir leid, aber es muss leider mal kurz sein, bis ich hier geschafft habe, optisch Schönes hinzukriegen. Also, erstmal hier die Anmerkung, nicht genügend Erde. Wir haben nicht genügend Erde. Okay, wir brauchen Erde. Liebe Leute, wir brauchen Erde. Erde. Mach mal Erde. Ich brauche Erde. Okay, so. Dann machen wir 2 Etagen weniger. Dann machen wir... Ich habe gerade das Gefühl, dass ich meine Stadt schon wieder verrate und abreiße, so zur Hälfte. Aber passt schon. Dann klatschen wir da einen Haufen Erde wieder hin. Und dann kommt hier hinten weiterhin Erde. So, und dann müssen wir gucken, dass wir hier mit dieser Kaimauer Küste benötigen. Was soll das denn sonst sein, du Ollum? Willst du mich verarschen? So, nur das da zählt nicht als Küste. Was soll das denn sonst sein? Küste benötigt. Du bist an der Küste! Arsch! Mann, was ist das denn hier? Ich krieg die Krise, wa? So, jetzt hier, komm, mach doch mal. Na, Clipping, geh mir nicht auf den Sack. Wo ist denn hier? Da ist es möglich, ja, zu bauen, aber dazwischen nicht. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Es ist so kompliziert. Bin ich zu doof dafür? Oder stelle ich mich gerade richtig doof an? Oder. Ich meine, guck mal, das Stückchen hier. Ja. So, das da ist jetzt Küste. Okay, das habe ich jetzt mit. Das habe ich jetzt verstanden. Also, wir nehmen uns jetzt das Ding. Nein. Ach, ist das jetzt auch schon wieder zu eng an dem dran? Ach komm, verpiss dich auch. Ist mir jetzt auch egal. Du sollst jetzt halt eben von da ausgehend diese Keilmauer hier so im Kreis rumführen. Das ist mein Ziel. So, und ob da hinten jetzt hier eine Keilmauer ist, ist mir jetzt tatsächlich relativ egal. Das ist nämlich jetzt überbewertet. Das Ding soll aber jetzt da dran. Das Ding soll jetzt an die Stelle dran. Und das Ding soll jetzt an die Stelle dran. So, und dann sollen wir uns noch mehr Abwasserdinger besorgen und da noch eins hinstellen. Und da können wir jetzt keins hinstellen, okay. Aber hier soll jetzt wieder mit einer Kaimauer weitergehen. Und zwar bitte bis nach da. So, und dann holen wir uns wieder so ein Abwasserteil und dann stellen wir das noch dahin. Und daneben können wir leider keins mehr stellen. Macht nichts. Wenn wir das Gebiet hier unten gekauft haben, können wir das erweitern. Das ist mein Ziel jetzt. Okay, so, Stromleitung geht komisch. Vom Nichts ist nirgendwo hin. By the way, ist diese Stromleitung, glaube ich, an sich sogar so die sinnloseste Sache, die wir jemals gebaut haben. Weil es eben keinen Sinn macht, die Stromleitung da so zu nutzen. Weil die können wir eigentlich problemlos abreißen. Da, wo die jetzt hergeht. Und einfach auf einem kürzesten Wege so verbinden. Warum nicht, ne? Wäre ja viel einfacher. Warum machen wir das denn nicht? So, und jetzt kommt die ganze Versorgungskacke wieder hier zusammen. Gefälle zu steil, du darfst darum wieder nichts legen. Ja, das geht irgendwie schon wieder. 3, 4, 5, 6. Und dann müssten wir das Ganze nur noch wieder anschließen an das Wassersystem dieser Stadt. Das übrigens, by the way, hier vorne auch nicht hergelegt werden muss. Das ist nämlich auch ziemlich hässlich mittlerweile. Sondern das muss einfach von da. Muss einfach mal einer so nach da und dann nach da und dann nach da und dann da dran. So, das heißt, so sollte das jetzt alles funktionieren. Das wird jetzt wieder eine riesen Flutwelle geben. Die zweite, wir haben ja jetzt schon eine einmal ausgelöst. Die Abwasserversorgung in dieser Stadt sollte damit jetzt problemlos funktionieren wieder. Ja, wir haben jetzt eine Abwasserklärung, die funktioniert. Alles ist gut, alles funktioniert wieder. Du da oben hast langsam aber sicher... Ja, jetzt kommt der Öltanker so langsam dahin. Alles ist gut. Wir müssen mal kurz warten, bis hier die Flutwelle durch die Stadt durch ist.
Tut mir leid einmal, aber musste leider sein. Und hier sieht es jetzt so aus, dass die Teile jetzt Wasser spawnen ohne Ende, also Abwasser natürlich in dem Sinne. Und diese Riesenflutwelle jetzt natürlich durch den Kanal wieder irgendwie durch muss. Und wenn die da einmal durch ist, dann funktioniert das aber auch alles wieder. Wir müssten jetzt halt nur, ich habe nämlich das Problem gehabt, dass dieser Kanal an der Stelle, der sieht einfach kacke aus. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ersetzt haben. Kacke aussehen tut auch hier diese Form mit dem wunderschönen Kanal, den wir hier gebaut haben. Wenn wir schon wieder bei Kanalbaustellen sind heute, einmal kurz, ich weiß, bitte flamet mich nicht zu. Dieser Kanal und diese Brücke muss sowieso wieder weg, weil wir haben das doofe Problem, dass wir hier ein Gefälle reinkriegen müssen. Aber wir haben hier einen viel zu hohen Berg vor uns. Der muss weg. Der muss begradigt werden. Jetzt hoffe ich, dass ich mit diesem Tool hier eine Begradigung hinkriege. Kriege ich nicht hin. Habt ihr gesehen? Also, ich dachte, das hier ist das Tool Gelände einebnen. Ne? Ich verstehe das System dahinter noch nicht so ganz. Was ist das? Gelände glätten. Ja, also das müssten wir dann gleich vermutlich wieder nutzen. Erster Schritt ist jetzt aber erstmal wieder 500.000 Tonnen Erde hier hin zu pumpen, weil wir jetzt gerade eben wieder versehentlich alles abgerissen haben und falsch gebaut haben. Gelände ebnen. Ja, das müssten wir dann aber auch gleich mal in einem relativ durchgehenden Modus machen. Kosten für Landschaftsbau. Am besten machst du das alles mal eine Etage tiefer, Kollege. Also, das hier alles weg, 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 weg. Das ist schon die schnellste Stufe, by the way. Also, keine Sorge, das ist jetzt hier nicht irgendwie der langsamste Moment, den es gibt, sondern das ist das Schnellste, was geht momentan. Wir müssen halt erreichen, dass dieser große Berg, der hier vor uns liegt, so ein bisschen kleiner wird. Weil, wenn wir uns jetzt angucken, wo der Kanal hierher führt, der führt hier unten durch so ein komplettes Tal. Das kann natürlich nicht funktionieren, das muss man ja ganz ehrlich mal sagen. So, das heißt, dieser Kanal, der muss von hier oben, das ist der höchste Punkt, der ist sowieso schon scheiße, dieser hohe Punkt, der muss von diesem Fluss nach da unten führen. Und das wird natürlich ein bisschen schwierig, das muss man halt eben so sagen, wie es ist. Das heißt, das wird jetzt ein lustiges Baustellchen für diesen Kanal. Die Alternative dazu wäre natürlich, wir sagen, wir machen hier oben einen künstlichen See hin. Geht theoretisch auch. Ist jetzt halt nur die Frage, ob sich das dann halt optisch lohnt. Ne? Aber erstmal, der Kanal wird jetzt zurückgebaut an der Stelle, weil das halt eben keinen Sinn macht, sich da zu große Gedanken drum zu machen, wenn das eh noch nicht funktionieren kann. Wir nehmen uns dann jetzt hier mal die Autobahn, die wir jetzt hier formatibel wieder hinbauen werden. Das steht dann alles wieder und wir müssen jetzt halt eben warten, bis hier diese Flutwelle wieder aus der Innenstadt raus ist. Die Oberschule steht nicht unter Wasser, nur das Gebäude daneben angeblich, obwohl die Oberschule locker 2 Etagen unter Wasser steht. Aber ey, ist ja auch egal. Vorteil ist, die Umweltverschmutzung hier oben wird sich jetzt konzentrieren auf das Stückchen hier. Das ist ganz gut eigentlich. Die Wassermüllproblematik, die wir jetzt hier oben haben, die wird sich auch wieder fixen. Das Wasser fließt jetzt irgendwo hin und wird danach irgendwann abhauen. Und die Umweltverschmutzung hier oben hat sich bereits selbst beseitigt. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Kurze Frage, warum steht hier ein geparkter SUV? Wo wohnt der? Guck mal, der wohnt da oben, ne? Der parkt seine Karre da. Ja, okay. Und wo ist er jetzt gerade? Arbeitslos, zu Hause. What the fucking hell? Alter, guck mal, der wohnt da, ne? Der ist arbeitslos, der ist zu Hause. Da steht, der sei zu Hause. Der wohnt da. Ja, und parkt seine fucking Karre da. What the fuck, Mann? Willst du dich verarschen? Er ist aber jetzt so langsam aber sicher ein bisschen unrealistisch. Das, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt so... Also ich würde da jetzt nicht parken. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also selbst in New York haben wir, glaube ich, nicht so ein Parkplatzproblem, dass das nicht gehen würde, ne? Also irgendwie ist mir das doch ein bisschen komisch. Aber na gut. Lassen wir das mal existent sein. So, wo bleibt denn eigentlich der Ölkollege hier für das Kraftwerk da vorne? Das müsste so langsam aber sicher mal eine Lieferung kriegen. Weil ich glaube, so langsam dreht der am Rad. Was ist das? Öl-LKW fährt zurück zu Lieferwagen. Ja gut, der wird sicherlich auch irgendwann mal seine Ladung kriegen da, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Na gut, okay. Soll uns jetzt allerdings auch erstmal nicht das allzu große Problem darstellen. Es funktioniert ja alles jetzt momentan. Weiterer interessanter Punkt wäre jetzt zu fragen, ob wir diese Brücke eigentlich noch bräuchten. Weil wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir hier ein riesiges Verkehrschaos haben, nebenbei bemerkt. Wir haben ein riesiges Verkehrschaos hier. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so furchtbar träge vonstatten geht hier momentan. Weil
hier eben alles gerade nicht so wirklich funktioniert. Also ich glaube, wenn ich mir hier in dem Tunnel, ne, da staut sich das ja sowieso so riesengroß. Diese Straße ist so immer noch die verkehrsbelastetste Straße der Weltgeschichte, weil halt eben alle auf die Autobahn wollen über diese Straße fahren. Wir müssen uns ehrlich mal die Frage stellen, ob wir hier nicht eventuell diesem Gebiet nicht doch irgendwie eine eigene Straßenanbindung an die Autobahn geben, weil ehrlich gesagt geht das doch so nicht weiter. Das ist doch ein Chaos hoch 10 da an der Stelle. Ich meine, das hat uns vorher nicht interessiert. Wir haben hier vorher jahrelang dieses Autobahnkreuz quasi mehr oder weniger ignoriert. Aber wenn wir uns das jetzt hier mal so angucken, die fahren halt zur einen Hälfte in die Richtung. Das wäre hier noch in Ordnung. Aber die meisten fahren halt in den Tunnel und dann in diese Fahrtrichtung auf die Autobahn. Wenn ich mir jetzt mal einfach irgend so einen rauspicke hier, der jetzt gerade hier in den Tunnel reinfährt, der hier beispielsweise. Besitzer importiert Waren nach da oben, ne? Vom Güterzugbahnhof, ne? Das heißt, eigentlich hat uns der Güterzugbahnhof nicht den Verkehr verlangsamt oder verringert, sondern er hat ihn zum Teil erweitert oder vermehrt. Und das ist eigentlich das, was jetzt momentan das Problem darstellt. Wir haben jetzt hier einen Güterbahnhof, im Nichts ist nirgendwo stehen, der eine verdammt große Menge Güter transportieren kann, allerdings auch Güter in die Stadt importiert und damit dann halt unser Verkehrswegesystem in die Tonne tritt. Und zwar mit Anlauf. Und zwar so richtig. Das heißt, das ist noch nicht so ganz optimal gelaufen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das heißt, ob wir diesen Güterbahnhof da unten an der Stelle ewig so lassen können, weiß ich nicht. Eine Alternative wäre sicherlich einfach eine Autobahnauffahrt in die Richtung. Aber ob das auch so einfach ist, ist jetzt mal dahingestellt. Weil es ist es nicht. Ja, wie machen wir das? Da unten haben Leute Lärmbelästigung, ja. Ich weiß nicht. Also mit dem Autobahnproblemchen hier oben. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass es jetzt hier über 100 Jahre so stehen bleibt. Das ist einfach nicht effizient. Was allerdings so langsam wirklich weg kann, ist diese Brücke. Die wird definitiv nicht mehr gebraucht. Die ist unnötig hoch 10. Diese Straße, die jetzt hier unten herführt, die ist momentan unnötig. Weil sie einfach keinen Nutzen hat. Die Stromversorgung hier ist auch unnötig. Zum Teil, wenn wir uns jetzt hier überlegen, dass wir hier eine kurze Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen hier hergestellt kriegen, unterhalb dieser Brücke, ne, so und so, dann können wir die komplette Stromleitung, die jetzt hier überall liegt, problemlos abreißen, weil die wird dann nicht mehr gebraucht. Also, weil die hier über den Damm halt funktioniert. Das heißt, an der Stelle können wir uns das eigentlich sparen mit dieser großartigen Klamotterie. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wir diese Autobahnabfahrt nicht mehr brauchen. Diese Brücke, die hier drüber führt, wird auch abgerissen. Es wird jetzt der komplette Rückbau beantragt, sag ich jetzt mal, von all dem, was jetzt hier irgendwie mal vorher so in diesem Sinne relevant war. Das heißt auch, dass wir tatsächlich alles abreißen, was hier diese Kiesstraße, die wir jetzt hier liegen haben, die vorher diesen riesen Stau hatte, vor 2-3 Folgen noch, dass auch die abgerissen wird. Jetzt hat sich hier bestimmt wieder so eine Ampel gebildet. Hat sich hier eine Ampel gebildet? Ja, hat sich. Straße, geh weg. Die Ampeln, die sich hier natürlich bilden, die müssen wieder weg. Keine Sorge. Und dann haben wir hier, glaube ich, eine relativ gute Chance, das alles zurückzubauen. Die Straße, die wir jetzt hier zurückbauen momentan, die hat jetzt den einzigsten Grund des Rückbaus. Die haben eine Autobahnanbindung, das heißt, die wird nicht benötigt an der Stelle, die Straße. Und die Frage ist ja jetzt, ob wir uns eventuell ob wir hier eventuell, mir ist gerade mein Satz nicht eingefallen, den ich sagen wollte, ob wir hier unten nicht irgendwie den Vorort weiter ausbauen oder eben die komplette Stadt da unten irgendwann rumziehen. Von daher, die Straße werden wir irgendwann eh wieder dahin bauen, aber momentan ist sie absolut nutzlos und deswegen werden wir die auch nicht dahin stellen. By the way, haben wir hier in dem Vorort ja überall die Ampeln noch stehen. Ich meine, vielleicht funktioniert das ja besser, funktioniert das schlechter, ich weiß es nicht. Ja, ich kann es schlecht sagen. Wir haben auf jeden Fall jetzt momentan durch diesen Güterbahnhof hier oben ein riesen Verkehrsaufkommen, was wir auf dieser Stelle nicht stehen lassen können. So, das ist das Endwort der heutigen Folge. Wir müssen uns irgendwann mal Gedanken darum machen. Hier oben noch alles überflutet. Das liegt daran, dass diese eine Flutwelle, die hier momentan durchgeht, noch nicht abgeflossen ist. Das tut mir wahnsinnig leid. Auch hier fließt momentan sogar immer noch was über. Oder, nee, da tut's nicht. Also, das ist jetzt, doch, es fließt noch ein bisschen über. Also, ist das jetzt ein großer Kanal? Das ist doch ein großer Kanal, oder? Ja, es ist ein großer Kanal. Wir können ihn auf den kleinen und auf den mittleren... Ja, das ist ein großer Kanal. Und dieser große Kanal ist momentan ein bisschen überfordert mit der puren Menge an Abwasser, die ja momentan durchgehen. Vielleicht machen wir jetzt... Ich wollte die Folge gerade beenden, aber vielleicht machen wir mal sinnvollerweise gerade mal was anderes.
und überlegen uns, ob wir hier nicht so eine Flutschutzmauer herbauen sollten. Kein Bau auf Wasser möglich. Ach ja, weil das jetzt alles überflutet ist. Wir können leider keine Flutmauer bauen, wenn das Gebiet überflutet ist. Lalalala. Ah, fuck off, Bitch. Ernsthaft. Das ist immer das Dümmste an diesem Logik. Also, wir haben momentan echt das Problem, glaube ich, dass diese Stelle hier zu... Also, da müssen wir das jetzt halt mal eben... Da müssen wir jetzt halt so einen Schutzwall mal eben improvisieren. Ne? Da müssen wir jetzt hier mal eben so ein bisschen mit viel Erde und viel wenig Liebe so ein bisschen so einen natürlichen Wall hinschütten. Weil anders geht's momentan nicht. Dann machen wir hier halt hinterher so eine Flutschutzmauer hin, die das Gebiet jetzt halbwegs instand hält. Dann kann der Kanal halt dauerhaft hier über die Ufer treten. Das macht dann nichts, weil der halt dann in seinem Bett drin bleibt vom Grundprinzip, ne? Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich vorhab. Wir haben halt momentan ein bisschen mehr Abwasser. Und wenn wir diese Stadt halt noch weiter erweitern, dann müssen wir uns halt Gedanken darum machen, ob wir mit diesem Kanal auskommen oder nicht. Wir werden sehen. In dem Sinne, liebe Leute, ich denke mal, die Folge hier heute ist auch schon wieder lang genug, die Freitagsfolge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, so langsam aber sicher. Ich suche mir wieder so einen kleinen Ort, ne? Alles immer noch die gleiche Aufnahmesession, da wird sich nichts dran ändern. Nicht immer auf dem Berg, das hatten wir jetzt schon 50 Mal. Wir haben unseren Vorort lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hier von der Brücke. Na, viel zu hell. Kriege ich mal Augenkrebs hier. Vielleicht hier. So, hier so und so. Genau, hier, ich habe eine Idee. So, weiß ja keiner, was dahinter ist. Und dann ist das hier quasi jetzt... Ah, so. Das hier ist jetzt momentan unser Endbild. Drücken wir Standard. So, läuft. Okay, gut ist. In dem Sinne, liebe Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und haut rein ins Wochenende. Ne? Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.